Buch aller Einsamkeiten. Langsam wurde er wieder gesund. Michi hat Care-Pakete geschickt mit Trockensuppen, Vitaminen und Flyern aus dem Münchner Nachtleben. Die Weisheit kostete so viel Kraft, weil man dazu schon so schwach geschwächt sein musste. Alter war eine erfundene Figur, die ganz am Schluss die ausgebleichten Augen aufschlug und zu reden anfing. Sie hatte alles gesehen und gehört, was geschehen war, und wollte endlich einmal nicht mehr zurück in den Zorn des Hinausgeschleudertwerdens in das allererste Licht. Erstaunlich war, wie sich ihr ganz normales, privates Sprechen hineinfand in die allerfertigsten Formeln und Meinungen und in so ein komisches Geschiebe von einerseits na ja und andererseits nun gut na ja, über weiß ich auch nicht so genau, bis hin zu und so weiter und zurück. Es war eine Art des Argumentierens, die weder dem inhaltlichen Kern von Argumenten noch den Wortatomstrukturen folgte, sondern aus einer Wahrheitsmelodie dazwischen kam und sich von der dahin so tragen lassen konnte in ein halblaut dahergemurmeltes Lautwerden hinaus. Ort der Entstehung einer derart gelassen erschöpften Stimme des Abends zu werden, war ein verzehrender Vorgang brutaler Gewalt. Datum, erhörtes Diktat und Geschenk, furchtbare Täter. Eine ungeheuerliche Sehnsucht, dass die Sachen zu Ende kommen und alles aufhört für immer, die ganze Welt, sah den echtesten Krieg seit 20 Jahren toben im Fernsehen. Jeder Gedanke dazu, den einer dachte und irgendwem sagte, wurde in so vielen verschiedenen Köpfen gleichzeitig dazu gedacht, dass schon im nächsten Augenblick irgendwo genau dieser Gedanke öffentlich geäußert derart Faktum war, dass er sofort wieder Einschränkungen, Präzisierungen und Gegengedanken hervorrief überall, die schon veröffentlicht erneut ihre Selbsteinschränkung selbst betrieben und wiederum erneut schon wieder tatsächlich realisiert hatten. Wahnsinn. Das Fernsehen, eben noch revolutionär auf der Bühne von 1989, war vom Täter zum Hirn geworden, zu einer einzigen Wahrheitsmaschine. Deshalb war das der erste Krieg, den man am Fernsehen wirklich verfolgen und verstehen konnte. Die Hightech-Bilder zeigten jeden einzelnen der 150.000 ermordeten Menschen eiskalt, brutal. Und man saß da dauernd und konnte nicht fassen, was man sah. Es war alles echt. Das sind wir. Ungeheuerlich. Alles muss anders werden. Gram, Grauen, Grund. Letzte Verfügung. Ich stecke jetzt tief in der Soziologie und bin ungeduldig, sie fertig zu machen, was freilich noch einige Jahre dauern wird, um dann an die Philosophie der Kunst zu gehen. Frage: Ursprung der Welt. Ist es eventuell denkbar, dass sich die Zeit in Gegenrichtung zu der ihr eigentlich entsprechenden Richtung bewegt? Mir erscheint es irgendwie logischer, dass das schwere Feld der Zeit im schon Geschehenen liegt, dass sie aus der Enge des einen Faktums zurücksinken möchte, sehenden Auges, in die immer neue Weite aller nicht realisierten Möglichkeiten. Bewegt vielleicht immer noch von der Kraft der Nichtsentstehungsexplosion, würde die Zeit im realen Prozess jedoch und übergezogen bekommen würde als den brutalen Kapuzenprügelschlag von hinten dauernd neu sich ereignender Faktizität. Sodass ich mir also nicht vorstellen kann, dass sich das sehr angenehm anfühlt für die Zeit. Oder will die Zeit im einen doch zur Ruhe kommen? Sozusagen Todestrieb getrieben,
Oder will sie ganz im Gegenteil trotz allem immer neu das unwahrscheinliche Erleben selbst, das Neue? Eine andere fixe Idee berührt die Frage der Musik am Ende individueller körperlicher Existenz. Schließlich haben doch auch die Sinneszellen eine atomare Struktur, bloß wie hört sich die an? Also nicht das Pochen und Rauschen des strömenden Bluts, sondern die Energieniveausprünge von Elektronen. Wäre das der Wiedererkennungsort ganz einfacher Melodien zum Beispiel? Wie klingt ein Protein, ein ganzes Chromosom oder das Öffnen der vesikulären Membran am synaptischen Spalt bei nervöser Erregung? Natürlich würde man weiter hinaus zu lauschen haben, Richtung Sirius oder Andromeda. Nur eben auch nach innen in die bindenden Orbitale des Kohlenstoffatoms hinein. Und würde all das, erst wenn es aufhört, hörbar werden als die lebenslänglich körperlich gespielte Grundmusik? Ich glaube, meine Ethik hat die Gestalt der Kunst von Jeff Koons, intersubjektiv-objektiver Idealrealismus. Die Logik würde die der Malerei von Albert Oehlen haben. Die Gesamtarchitektur, also das Begehen der Luhmannschen Philosophie, kommt mir so vor wie der Frankfurter Museumsbau von Richard Meyer. Epochale Irrnis, Zeitalter größter Mitleidlosigkeit vor der Demokratie, der Rückenschwimmer 1987. Seit 1969 ist es unmoralisch, von Moral zu sprechen, da Moral real ist. Es ist eine Frechheit, zum Baum sei Baum zu sagen. Lieber eine Schnulze, dass es kracht, als irgendein artifizieller Mist, Literatur. Leserbriefe, maligne Soziopathie, kölnisches Intermezzo. Bei der vorgenannten Behörde. Es ist die erste wolkenlose Nacht seit Wochen. Tagesablauf, Nachtrag, Helge Schneiders guten Tag. Nein, 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 elfmal nein. Resultate der Arbeitskonferenz. Theoretische und poetische Oszillation. Schaubild. Die Melancholie der Seele. Dr. Raoul Duke und sein Anwalt sitzen im geschlossenen Wagen. Es ist heiß und die Fahrt geht dahin. Duke bin ich, mein Anwalt ist Volker. Volker heißt eigentlich Jochen, wurde aber von der Schwester des Frankfurter Schneckchens auf der Popcom in Köln bei einem Essen plötzlich mit derartiger Bestimmtheit als Volker angeschnauzt, dass wir das alle eigentlich ziemlich überzeugend fanden und übernommen haben. Volker erzählt von Carlos Castaneda, Don Juan, sehen, schauen, wissen, aha. Duke findet alles okay, nur die Arie mit dem sogenannten Meister, mit der Lehre, ist ihm irgendwie so muffig. Ich kann auch beim besten Willen Jimi Hendrix nicht hören, es geht nicht, wie Kleist. Ich merke, wie es abgeht, aber ich halte es nicht aus, weil es so alt ist. Mein Anwalt versteht. Er erzählt von dem zarten Erlebnis, das er in der vergangenen Nacht vor der Halle gehabt hatte. Halle Weißensee, die Love Parade Party, der Wahnsinn. Duke hatte zum richtigen Zeitpunkt eine richtigfarbene Dosis erwischt. Als ihm die Knie weich wurden auf angenehmste Weise und der Boden leicht zu kippen und zu taumeln begann, zog ihn eine ungenaue Scham aus der Gruppe der Freunde raus und fort. Er ging nach hinten und atmete und der Bass wurde lauter.
Ein elfenartiges Geschöpf in einem weißen Seidenkleid war da kurz anzuschauen im Vorbeigehen und er blieb dann dort in der Nähe ein bisschen stehen. Hoffentlich war das nicht zu penetrant. Als er beim Tanzen so leicht nach links vorne stolperte, kauerte er sich neben einem mächtigen Betonsäulerich zu Boden und schloss die Augen. Dann barg er sein Gesicht, um durch die geschlossenen Augen niemanden zu erschrecken oder zu nerven, in seine Hände und hörte, wie das Pochen der Musik zum mütterlichen Herzschlag wurde und die Stimme des Gesangs zu ihrer Brustkorbstimme. Er lauschte lange und war sehr glücklich. Er stand auf und kehrte zurück in den Reigen der Tanzenden. Ihm war, als würde er zum ersten Mal die Zeit in der Musik erkennen überhaupt und richtig grundlegend verstehen, wie sie für die Menschen da war, da die dahingegangenen Götter selbst ohne Zeit, ohne Musik und ohne solche Feste wie dieses hier, sie den Menschen einst vielleicht geschenkt haben als Menschlichkeitsgabe. Das also war die Melancholie der Seligen. Das Ausgeschlossensein von Zeit, wie hart es war, da so zu sein für die. Und welches milde Wohlwollen und sehnsuchtsvolle Heitersein denen dadurch entstand vielleicht, dass die Menschen ja noch da waren mit ihrer Zeit, Musik, mit diesem ganzen Feiern, Tanzen und all dem, was hier in dieser Halle alles so geschah. Duke wusste nicht, wie lange er diesen unendlich beglückenden Gedanken nachgehangen war. Aber er merkte, dass es ihn so langsam wieder nach vorne drängte, in die Nähe der Boxen und Musikmaschinen und zurück ins wilde, hysterische Getümmel der musikbewegten Tänzer. Eine Zeit lang tanzte er Rücken an Rücken mit ihnen und sie waren nahe Freunde, Ausschauhalter, die sich gegenseitig schützten. Dann kam die Zeit, um die Bühne zu erklimmen und aus den unendlich vielen Gesichtern vor sich Andeutungen, Stimmungen und Blicke aufzunehmen und getanzt zurückzugeben durch die Sprache von Gebärden oder Augen. Später stand ich lange mit Helly da, aneinandergelehnt so leicht, und wir schauten dem DJ zu. Westbam, Bruder. Nach der letzten Nummer ging ich hin und fragte, was das war. Das war von mir, sagte er, mein neues Stück, Celebration. Total schön, sagte ich. Und er lachte und freute sich auch. Inzwischen war es dunkel geworden und Duke und sein Anwalt rasten durch die Nacht. Sie redeten über die Einsamkeit und das Universum, über Hirnzellen, Elektrizität und ihre Freundschaft. All das ging schon ganz schön weit. Sie rauchten, redeten